Ja, grüß Gott, Herr Grill, Firma Russ, Reparatur- und Servicezentrum, Futschig mein Name. Und zwar geht es um die DeLonghi Espresso-Maschine, die bei uns in Reparatur steht. Hat der Techniker festgestellt, dass der Getriebemotor defekt ist. Das heißt zerlegen, Getriebemotor erneuern, Reparatur ist möglich, Reparaturkosten inklusive Material, Arbeitszeit und Mehrwertsteuer, 116,12 Euro, abzüglich Kostenvoranschlag, Endpreis 77,12 Euro. Bestandteil dieser Organisation habe ich mich gleich einmal auf die Abfallwirtschaft spezialisiert und die Elektroaltgeräte sind der am schnellsten wachsende Abfallstrom in der EU. Und weil diese Abfälle auch einen hohen Anteil an gefährlichen Substanzen enthalten, ist es auch ein hochproblematischer Abfall. Sie sagt, dass es funktioniert nicht, diese Teile, ja? Weil es ist schon verbrannt, ja? Und kann man schon reparieren, aber das ist sehr teuer. Das ist sehr teuer, ja? Kann man nur zwei Teile bestellen, aber die Firma, das ist von Miele, sagt nein, muss ganz am Modul. Ja? Und das kostet ungefähr 400 Euro, 300, 380, 400 Euro. Wenn Kunden, die ein Gerät zu uns bringen, mitteilen muss, dass die Reparatur unwirtschaftlich ist, weil das Gerät falsch designt ist, dann muss man den Kunden auch mitteilen, dass sie in Hinkunft ein besseres, ein qualitativ hochwertigeres Produkt kaufen sollen, das ja über die gesamte Betriebsdauer wesentlich billiger ist für den Kunden und vor allen Dingen viel weniger Ressourcen verbraucht. Ich habe da immer das Beispiel mit der Waschmaschine. Wenn Sie heute eine gute Waschmaschine kaufen, dann hält die 20 Jahre. Die kostet aber auch 1200 Euro. Wenn Sie in derselben Zeit 7 Waschmaschinen um 300 Euro kaufen, dann ist das nicht wirklich billiger. Ohne Arbeit ist eine Zeit lang geht's. Aber dann fällt ihm alles am Kopf. Erstens einmal, du hast zu wenig Geld. Du kommst kaum mehr aus und dann irgendwie, wie soll ich das sagen? Das ist, du verfallst in einen Trott und da passt nichts mehr, du hast da keine Aufgabe mehr und auch kein Ziel nicht und Erfolge oder Misserfolge, du hast nichts mehr. Ne? Dann wirst du verzagt und denkst, ach, das funktioniert sowieso nicht mehr. Ne? Aber wie gesagt, ein Zufall, am tiefsten Punkt, hat sich das dann alles von alleine eigentlich irgendwie geregelt. Es gibt Überlegungen zu einem qualitativen Wachstum. Es muss ja nicht immer quantitatives Wachstum sein, womit immer mehr Ressourcen verbraucht. Und es gibt natürlich auch das, was ich schon seit 15 Jahren versuche. Es gibt den Versuch, mehr und mehr an wirtschaftlichen Aktivitäten umzulagern von der profitorientierten Wirtschaft in die Sozialwirtschaft.